So, hallo und wir machen weiter bei Terranigma. Das letzte Mal hatten wir etwas Geschichtsstunde und haben dabei einiges erfahren über die Königin hier. Die ist offensichtlich durchgedreht, nachdem ihre Söhne tot zurückgekommen sind. Das ist natürlich Bullshit. Nachdem ihre Söhne gestorben sind, als sie mit Kolumbus auf eine Reise gegangen sind, bei der Kolumbus dann auch Amerika entdeckt hat. Und ja, jetzt kommen wir hier wieder raus. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Nee, hier bin ich... Wo bin ich denn hier raus? Hier bin ich einfach direkt hier raus. Da waren wir noch nicht da oben. Da oben können wir noch gucken, was da so ist. Oder ich bin doch hier raus. Nein, hier waren wir noch nicht. Okay. Kapelle. Mit ganz vielen Skeletten mal wieder. Die alle sterben wollen. Habe ich gehört. Aua. Gib mir das Geld. Danke. Zack. Springen. Yes. Ausgewichen. So, und eine Seele ist aufgetaucht. Ich bin eine ruhende Seele. Nimm mich mit und suche meinen Körper. Soll ich das tun? Ja, natürlich. Hab Dank. So, wir haben eine Seele dabei, die... von der wir den Körper suchen sollen. Schauen wir mal, ob wir den finden. Ups. Spielen wir also ein bisschen Seelentaxi. So. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Dann waren wir aber doch hier oben. Ach, blöd. Ich habe schon eine Vermutung. Ups. Ich habe schon eine Vermutung, wo es weitergeht. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das Spiel mich darauf hinweist automatisch. Oder ob ich da wieder selber drauf kommen muss als Spieler. Das ist, wie gesagt, wieder dieses... Dieser blöde Konflikt... Oh Gott. Dieser blöde Konflikt, wenn man schon weiß, was man irgendwann machen muss und wo es weiter... Oh Gott. Ich gehe lieber den anderen Weg. Entschuldigung. Ich traue mich hier gerade nicht mehr drüber. So. Gehen wir den anderen Weg außen rum. Nee, ich bin ja dumm. Wir wissen ja, wo die Seele hingehört. Entschuldigung, ich bin doof. Passt schon. Passt schon, passt schon. Moment, hier, doch hier oben waren wir, da war die Kirche. Wir haben ja schon die Statue gefunden, die sich nicht bewegt und so weiter. Da müssen wir die Seele hinbringen, na klar. Gut, dass mir das eingefallen ist, sonst hätte ich jetzt wieder ewig lang rumgesucht, ohne Sinn und Verstand. Und zum Dank, mein Körper. Mein Körper. Mit einem Schrei fährt die Seele in ihren Körper. Ja, zum Dank, gibt uns die Seele jetzt was Tolles, nämlich einen Kampf. Und wie man hört und sieht, es ist nicht direkt ein Bosskampf, aber es reicht für das Spiel, um mir Bossmusik zu verpassen. Ach ja. Au. Ja, okay. Ich glaube, wir sind wirklich vom Level her gerade ganz gut. Ich glaube, bei dem Kampf habe ich sonst länger gebraucht. Erstmal mal noch eine Wunderknolle, haben wir genug dabei. Jetzt können wir da drüben auf jeden Fall nach rechts weitergehen. Ja, rechts können wir weitergehen, genau. Das ist alles richtig so. So. Ja, ich mag das Level sehr, muss ich sagen. Es hat mir immer sehr gut gefallen. Einfach weil es wirklich erst ein richtig große Level ist, in dem auch wirklich viel passiert. So. So,
da haben wir jetzt hier die Treppe. Wir gehen erstmal hier nach hinten. Ich glaube nämlich, da waren nur ein paar Gänge und nicht sehr viel. Ja, da war nämlich noch so ein Typ. So, der geht mittlerweile auch, das ist gut. Turmschlüssel. Den werden wir wohl brauchen für den Turm, sonst wäre es wohl keine... Du hast ein wichtiges Item bekommen, Musik, jetzt gewesen. Und den Eispickel. Wir haben also eine neue Waffe bekommen. Den werden wir gleich mal auswählen. Bisher hatten wir ja die Strahlenlanze. Die strahlt in dunkler Nacht. Und jetzt haben wir den Eispickel, der 10 stärker ist. Der kalte Hauch des Todes. Da werden wir mal ordentlich jetzt auf die Leute eindreschen. Und jetzt ist unsere Waffe wieder schön blau. Wie zu Original der Kristallspeer. So. Wir gehen erstmal nach unten. Das geht nach oben. Ah, okay. Mein Fehler. Ah, sieh dir das an. Was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht er sich, wenn man etwas dagegen wirft, wenn man dagegen tritt und die Wand schiebt. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich jetzt dagegen gewerft gelesen habe. Sind hier keine Gegner? Dann ist das wirklich nur okay. Alles klar. So, wisst ihr die Nummer noch? Ich meine die Nummer... Ah, fuck. Ich glaube zwei. Lol, wie hier einfach nur eine... Da sind auch gar nicht alle Zahlen zur Verfügung. Ich glaube hier eine 8. Und hier eine 6. Yes. Ein mechanischer Ton erklang. Können wir da runterspringen? Nicht, ne? Doch, können wir. Cool. Oh, jetzt sind wir ganz unten gelandet. Da wollte ich nicht hin, aber jetzt können wir gerade mal gucken. Ja, doch, der Eispickel macht schon mehr Schaden. Nicht bei allen Gegnern, vielleicht hat man es beim Skelett gemerkt. Beim Skelett macht er etwas weniger Schaden. Da ist tatsächlich die Strahlenlanze noch besser. Wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich Unsinn rede, dann haut mir bitte aufs Maul. Dann tut es mir leid. So, aber was jetzt, wie gesagt, passiert ist, was man schon gesehen hat. Oder nein, man hat es nicht gesehen, man kann es aber erahnen. Die Kronleuchter sind unten. Und das wollten wir doch gleich mal überprüfen. Tatsächlich, die Kronleuchter sind unten und wir können jetzt auf den Kronleuchtern laufen. Was uns natürlich nur an dieser Stelle etwas bringt, weil wir jetzt hier rüberkommen. Und dort bekommen wir den Rubin. Das erste von diesen 4 Perlendingern. Und eine Götterknolle. Die wir einsetzen sollen. Wenn ihr euch nochmal erinnert, das ist ja unser Ziel im Moment, diese 4 Bilder. Diesen 4 Bildern ihre Augen zurückzugeben. Nee, so. Dumm. Dumm, dumm. Und hier drüben war, glaube ich, nichts weiter, was man mit dem Kronleuchter konnte. Ne? Nein, gut. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück, wo wir waren. So, stirb. Zusammen. Es tut mir leid. So, hier waren wir gerade. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Ja, von mit der Strahlenlanze haben wir wirklich die immer sofort gewone-hittet. Und das passiert jetzt hier nicht mehr, weil das sind halt, ich denke, das liegt daran, weil die Strahlenlanze hauptsächlich für untote Gegner, für tote Gegner, also für sowas wie Skelette, besser geeignet ist als der Eispickel. Aber soll uns jetzt hier mal gerade egal sein. Wir behalten die trotzdem insgesamt, die Strahlenlanze. So. Dann klettern wir hier mal nach hinten. Lange, lange klettern wir. Sehr lange. Also klettern ist falsch, kriechen natürlich ist richtig.
Der Opal lag in der Asche der Feuerstelle. Ark erhält den Opal. Und wir haben direkt das nächste von den vier Sammeldingern. Und jetzt müssen wir wieder zurückklettern. So. Stürbigt. Stürbigt alle. War hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Dann kann ich jetzt da weiter. Und wir kommen wieder nach außen. Dann kommen wir hier hoch. Dann können wir hier hoch. Ach ja. Verflucht, verschlossen. Aber wir haben ja den Turmschlüssel. Wenn sich der ein oder andere noch erinnert. Der hier ist. Den werden wir gerade mal auswählen. Verflucht, verschlossen. Na, mach doch auf. Ark benutzt den Turmschlüssel. So. Da sollte das jetzt offen sein, dann kann ich jetzt sicherlich wieder... Hier kann man jetzt kurz übrigens den Opal gerade mal angucken, den wir vorhin nicht gesehen haben. Ich bin übrigens ein bisschen verwirrt. Müsste der Rubin nicht rot sein? Der ist hier so lila. Aber gut. Das ist wahrscheinlich auch jetzt nicht so genau. Weil ich meine, Rubin ist rot. Wegen Rubinrot? Naja, egal. Und es wechselt wieder etwas die Musik, das heißt, wir werden wohl wieder hier in den Kerker kommen. Denn im Kerker lief ja immer etwas andere Musik. Ach ja. Da ist wieder erstmal so ein Vieh. An denen kann man übrigens sehr gut leveln. Die geben sehr viele Erfahrungspunkte, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und man sieht schon, hier unten ist so ein bisschen die Kanalisation. Und wir haben ja auch schon gehört, es gibt wohl den Mechanismus, mit dem man das Wasser wieder blau machen kann, ja. Also das Wasser entgiften kann. Welche Farbe es letztendlich hat, ist ja wurscht. Ja, für die Skelette wäre es vielleicht echt besser, noch die Strahlenlanze zu behalten. Das mache ich gerade mal. Gehen wir doch ein bisschen auf den Keks. Dum, dum. Du, du, du. Mal gucken, ob meine Theorie überhaupt noch passt. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, es war so. Ich meine, die Strahlenlanze war hier tatsächlich effektiver. Ja. Eindeutig. Eindeutig. Theorie bewiesen. Also, gut, ein Beweis ist das nicht. Abwehrelixier. Können wir gleich mal einsetzen. Ein Beweis ist das natürlich nicht. So. Sehr schön. Huch. Da hat es kurz gehangen. Warum weiß ich nicht. Weil Baum. Ach hier, gucke mal. Da haben wir schon die eine Statue. Hat diese Statue nicht irgendetwas im Mund? Sieht ziemlich bissig aus. Hand reinstecken. Hey, ist doch egal. Ein oder zwei Arme. Ja, scheiß doch drauf. Park steckt seine Hand tief in den Mund der Statue. Und siehe da, wir haben das Wasser entgiftet. Es steht kein Speicherplatz auf C zur Verfügung. Warum denn auf C? Ich nehme noch gar nicht auf C auf. Wieso kann denn jetzt auf C? Wie kann denn jetzt auf C bitte mehr... Ach, Computer, please. Wie kann sich denn jetzt auf C irgendwas vergrößert oder haben? Ich nehme doch nur auf D auf. Naja. Egal, darum geht's jetzt nicht. Wir wollen darüber auch nicht im Let's Play reden. Das Let's Play soll ganz Terranigma gehören. Keine Computerprobleme und sonst nichts. So. Das ist mir bei Terranigma wirklich besonders wichtig, weil es einfach ein wunderschönes Spiel ist und da will ich nicht irgendwelche Off-Topic-Sachen quasi haben, auch wenn ich oft genug Off-Topic werde. Aber naja. So, jetzt können wir noch zur anderen Seite gucken, da ist ja offensichtlich auch noch was. So. Ah, jetzt kommt die Meldung ständig. Was ist denn das? Geh weg, Meldung. Och, hier brauche ich nochmal den Turmschlüssel. Das ist ja doof. So. Gif. Danke. Und zurück zur Wunderknolle. Die wollen wir gerne ausgerüstet haben.
Und setzen wir auch gleich mal wieder eine ein. So. Ach ja, hier war das. Aua. Hier kommen jetzt nochmal einige von diesen Viechern. So. Du-du-du. Ich glaube, hier habe ich auch oft gelevelt, wirklich. Das war dann hier der Raum, wo man da... Da unten kommen jetzt noch ein paar blaue. Ich erinnere mich, da unten kommen noch ein paar blaue. Oder hier oben. Nachdem wir... Ja, erstmal kommen die Dinger. Doch, in dem Turm habe ich oft gelevelt, ja. Wie gesagt, schauen wir mal, ob wir es hier auch wieder brauchen. Leveln würde ich dann aber natürlich off-cam, wenn wir es wirklich brauchen sollten. Wir wollen mal gucken. Jetzt haben wir Level 22, sehr schön. Das ist doch schon mal was. So. Dann kommen jetzt die drei oder... Ich glaube, es sind drei blaue auf einem Haufen. Nummer eins. Ach. Nummer zwei. Ich glaube, es waren nur zwei. Ich glaube nicht, dass da oben noch einer stand. Oder? Nö. So. Und jetzt kommt gleich die... Ich dachte damals, oh mein Gott, da kommt ein Endgegner. Aber schaut selbst. Huch, wir sind ziemlich hoch. Mir wird schwindelig. Arg. Schau, die Wand des Turmes auf der anderen Seite. Das Drachenauge leuchtet in der Wand. Sicher ein wertvolles Juwel. Super, doch wie komme ich auf die andere Seite? Soll ich wie ein Huhn durch die Luft eiern? Bingo! Ich werde dich anschubsen, damit du vom Fleck kommst. 3, 2, 1, los! Ich finde das so cool. Ich dachte echt damals, oh mein Gott, jetzt kommt ein Boss und dann einfach... Okay, ich bin hier drüben. Okay, warum nicht? Ist in Ordnung. Der Topaz sitzt im Auge der Schlangenskulptur. Arg erhält den Topaz. So, lassen wir uns mal fallen. Gut. Ich muss jetzt mal was sagen. Wir sind schon fast am Ende vom Level. Ich bin erstaunt, wie schnell das ging. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich alles weiß. Gut, das kann natürlich sein. Flupp. Einer fehlt noch, wenn wir uns richtig, wenn ihr euch nochmal zurückerinnert. Einer fehlt noch. Und... Den zu finden, ich weiß nicht, ob man ihn ohne Komplettlösung schnell findet. Man kann es sich im Prinzip denken. Man kann es sich im Prinzip halt wirklich denken. Aber ob man jetzt in der Situation dran denkt, ihr könnt ja mal sagen, hättet ihr jetzt dran gedacht, dorthin zu gehen, wo ich jetzt hingehe? Könnt ihr ja mal euch überlegen. Denn das letzte Juwel ist, wie sollte es anders sein? Es muss ja einen Grund geben, warum wir das Wasser überhaupt erst wieder gefärbt haben. Und hier sieht man es im Prinzip auch schon. Beziehungsweise ist es das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Man kommt ja nicht bis an die Statue ran. Ach so, doch ja, genau. Das ist es ja gerade. Das Spiegelbild der Statue verrät das Versteck des Saphirs. Arg erhält den Saphir. So, jetzt können wir uns kurz nochmal alle angucken. Saphir, blau, opal, ein bisschen rötlich. Habe ich da eigentlich? Ach, schwarz, ja, das ist voll schwarz. Blauer Juwel, ein schwarzes Juwel. Also das ist nicht schwarz, aber okay.
Ein roter Juwel. Okay, das soll rot sein. Bei mir ist das lila. Und der Topaz, der ist gelb. Okay. Also zumindest in der Beschreibung ist der Rubin rot. Das ist schon mal gut. Und jetzt kann man gar nicht anders, wenn man hier wieder hochgeht. Die Juwelen setzen sich automatisch in die Statue ein, in die Bilder ein. Man kommt quasi gar nicht mehr vorbei, ohne dass man es jetzt verliert. Die Juwelen beginnen sich zu bewegen. Der erste Mann hatte blaue Augen. Der zweite Mann hatte eindrucksvolle schwarze Pupillen. Die Augen des dritten Mannes brannten voller Leidenschaft. Ich hätte es schön gefunden, wenn man das eher als Rätsel gehabt hätte und das Spiel dies nicht von selbst einsetzt. Der letzte Mann hatte ein falsches braunes Auge. Und der Kronleuchter fällt. Tja, da sind wir wieder. Wir haben offensichtlich irgendwas kaputt gemacht. Ja, der Kronleuchter ist in den Boden gefallen und hatte dort ein riesiges Loch hinterlassen. Was sich in dem Loch verbirgt, werden wir erst im nächsten Part erfahren. So viel sage ich jetzt schon. Deswegen verabschiede ich mich schon mal bei denen, die jetzt nicht noch weiter zugucken wollen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen möchte, ist hier ein Secret suchen, an was ich mich erinnern kann. Deswegen sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und tschüss. Für die, die jetzt gehen, ne? Und für die, die noch das Secret mitgucken wollen, ich meine nämlich, hier war irgendwo, war das. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo. Ich meine, man konnte hier irgendwo, ich habe wirklich keine Ahnung mehr, ich meine, man konnte irgendwo in die Wand. Das ist gerade ein bisschen mein Problem, ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Irgendwo hier war das. Entweder hier oder in einem anderen Gang. Es war auf jeden Fall bei so einer Statue. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Das wäre dumm. Das wäre ziemlich, ziemlich dumm. Ich meine, hier war irgendwo irgendwas. Aber wie gesagt, ich weiß es eben wirklich nicht mehr genau. Wenn wir dabei ein bisschen leveln, ist es natürlich nicht schade drum. Ganz klar. Moment, vielleicht hilft mir die Karte. Vielleicht hilft mir die Karte dabei. Okay, hier scheint tatsächlich nichts zu sein. Wo ist denn die Eingangshalle? Und wie sieht die überhaupt aus? Ich bin doch jetzt im Prinzip ein Stockwerk höher. Ach so. Die Eingangshalle mit drei Türen? Oh, ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist überall schon ein Haken. War dann hier doch nichts mehr? Das ist jetzt, wie gesagt, mein Problem. Ich weiß es gerade nicht. Ich meine aber, hier wäre ein Secret gewesen irgendwo.
wenn ich das so sehe, hier ist auch noch nicht abgehakt, oder? Das ist der einzige Raum, der nicht abgehakt ist, richtig? Also, der hier ist auch nicht abgehakt, aber da kommen wir noch nicht hin. Das ist das, wo wir runterfallen. Das ist der Raum, wo ich gerade bin, der nicht abgehakt ist. Bin ich jetzt total bescheuert? Warum ist der nicht abgehakt? Oder hat der jetzt einfach keinen Haken, weil ich gerade drin bin und der bekommt einen Haken, wenn ich rausgehe? Das kann auch sein. Oh Gott. Ich guck gerade mal. Ich gehe einfach mal gerade raus. Oder war hier? Oder hier? Ich gehe mal gerade raus und gucke mal, ob er jetzt abgehakt ist. Huch. Hier kann ich keine Karte aufrufen. Ach. Okay. Gehen wir hier runter. Auch in Ordnung. Jetzt ist er abgehakt. Ach so, weil da dann mein Gesicht drauf war. Okay, jetzt ist quasi der nicht... Sieht nicht so aus, als wäre er abgehakt, aber ist er. Ja, komisch. Ich hätte schwören können, hier war irgendein Secret mit den Statuen. Scheiße. Ich und meine Erinnerungen, echt. Das kann auch in einem anderen Schloss sein, wo die Statuen auch sind. Na gut, dann lassen wir das. Ich probiere es noch kurz hier unten. Im Hauptraum. So, welcher ist das hier? Das ist der hier. Aber hier sieht man im Prinzip auch keinen anderen Weg, wenn ich mal das so angucke. Nee. Mist, dann war das hier vielleicht doch nicht. Oder es wird nicht angezeigt. Weiß ich jetzt halt nicht. Ich hätte echt schwören können, hier war sowas. Aber wahrscheinlich verwechselt ich es gerade echt mit einem anderen Schloss. Denn wir werden noch ein ähnliches Schloss bekommen später. So viel sei mal einfach gespoilert, sorry. Gucken wir mal kurz hier die Räume, die Gänge. Ich meine, irgendwo konnte ich durchlaufen. Ich bin wie blöde. Ich dachte jetzt eigentlich, das wird dann relevant. Und deswegen mache ich es noch nicht vorher. Ne, hier ist ja überhaupt keine Statue auch. Ach, ich habe irgendein falsches Bild im Kopf. Na gut, dann ist da halt nichts. Ist auch in Ordnung. Ne. Gut, keine Ahnung. Dann würde ich jetzt mal sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns, wie gesagt, das nächste Mal, wenn wir hier uns hinunterstürzen und mal gucken, was uns da so erwartet. Danke fürs Zuschauen und tschüss.